willkommen wieder im Mini-Pirat-Blog. Wir haben jetzt wirklich viele Monate nichts getan. Das lag aber auch daran, dass wir im hohen Norden leider mit unserem Schiff festsaßen. Und seit jetzt durch diese letzte Hitzewelle die Nordpassage wieder frei ist, konnten wir wieder auf Kapernfahrt gehen. Und die erste Sache, die wir gekapert haben, ist eine ganz interessante Box, die wir bei IMD gefunden haben. Ist wirklich sehr unheimlich, denn hier drinnen muss wohl etwas ganz Besonderes sein, das genau den Piraten interessiert. Und ich zeige jetzt schon mal, da oben steht interessanterweise Fusion. The Future is Fusion. Ein interessantes Logo von IMD, geht wohl hauptsächlich um IMD Vision und IMD Fusion. Und auf der Rückseite sehen wir das, was uns interessiert, Zephyr. Jeder kann sich's wohl denken, IMD, Zephyr und der Mini-Pirat muss wohl etwas ganz Besonderes im Kleinformat sein. Und ich weiß nicht, was es genau ist. Ich weiß auch nicht, ob es sich dabei um ein offizielles Produkt handelt, ob man dieses Produkt auch so kaufen kann oder ob es sich jetzt hier hauptsächlich nur um ein absolutes Demo-Gerät handelt. Es ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Und da drinnen gibt es ein Handbuch zum Mainboard. Nein, ein Handbuch zum Mainboard und hier ein Handbuch wohl zu einer Grafikkarte. Hier sind AMD-Prozessoren drinnen. Zeige ich euch gleich im Detail. Hier ist ein Mini-ITX Mainboard drin. Und auch das packen wir gleich aus. Schauen wir mal, was hier ist. Aha, irgendein Kabel. Netzwerkkabel, SATA-Kabel, ATX-Blende und ein DVI und ein HDMI auf DVI-Adapter. Ganz interessant. So, was ist das? Auch noch was dabei? Ob sich hier noch was sonst versteckt? Mal sehen. Ich glaube jetzt erstmals nicht. Dann legen wir doch mal diese Box mit den Handbüchern erstmals beiseite. Das interessiert uns nämlich nicht. Es geht ja auch hauptsächlich um die Geräte hier. So. Ah, seht euch das an. Da ist wohl eine Grafikkarte drinnen. Müssen wir gleich mal ausprobieren, was es in sich hat. So. Und das ist das Mainboard. Ein Würfel dabei. Wahrscheinlich für die Switch. Nee, eher vielleicht für die Grafikkarte. Keine Ahnung. Das ist das Zephyr Mini ITX Mainboard. Mal schon im Fokus bringen. Ich habe nämlich die Kamera gerade auf festen Fokus gestellt. So, dieses Mainboard ist wohl das Zephyr IPC IM3 DD785G Mini ITX Mainboard. Hat natürlich die typische Form von 17x17 cm von einem Mini ITX Mainboard. Ist aber wohl für den IM3 und IM2 Plus Sockel. Und es ist mit dem neuesten AMD RS oder AMD 785G Chipsatz ausgestattet mit dem SB710 Controller Chip. Muss ich mal selbst in die Spezifikationen mal nachsehen. Okay, das Mainboard hier unterstützt die neuesten AMD Phenom und AMD Athlon Prozessoren. Und ich zeige euch auch gleich mal die Prozessoren, die ich hier habe. Wir wohl von jedem 12 Stück bekommen. Schau ich mal an. Okay, das sind sie wohl. Mal schauen, ob ihr die, ob man das lesen kann. Soll ich auch gleich was es sind? Also, das sind wohl zwei AMD Phenom 2 Prozessoren. Einmal der X4 und einmal der X3. Das ist hier ein Agena, während das wohl ein Hicker-Prozessor ist. Der X4 hat 4 Kerne, der X3 hat 3 Kerne. Es gibt auch mittlerweile schon die X6 Prozessoren mit insgesamt 6 Kernen, die dann nochmals deutlich mehr Leistung bringen und vor allem dann auch in Regionen vorstoßen, die derzeit von den Intel Core i7 Prozessoren noch nicht belegt werden, denn die Core i7 Prozessoren gibt es noch nicht als eine 6-Kern-Variante. Die Low-Cost-Varianten sind dann sozusagen hier die AMD Athlon 2 Prozessoren. So. Und diese Varianten dann haben einen Rigor-Kern, sind mit 2 Kernen ausgestattet, also nicht so leistungsfähig, aber dennoch für einen Multimedia-PC und für Full-HD-Videos völlig ausreichend. Wer also nicht viel Geld ausgeben möchte, greift auf die X2-Prozessoren, also auf diese Athlon 2-Prozessoren. Wer etwas mehr ausgeben möchte, weil er mehr Leistung will, greift entweder auf die X3, auf die X4 oder sogar auch schon auf die X6-Prozessoren zurück. So, und nehmen wir doch ein Modell mal, am besten das schnellste Modell hier. So, zack. Und wir bauen das hier gleich mal direkt im Mainboard ein. Schauen auch, ob es funktioniert. So lange kein Prozessor dieser Art eingebaut. Weil, um ehrlich zu sein, diese Systeme gibt es auch kaum noch am Markt. Wenn ihr bedenkt, die meisten Mini-ITX-Mainboards, die derzeit erhältlich sind, haben nämlich
einen Intel-Chipsatz für Intel-Prozessoren und solche Mainboards für AMD kann man quasi an einer Hand abzählen. So. Ich hoffe, ich bin mal scharf genug hier. Ich kann es leider selbst nicht erkennen. Na, hoffen wir mal. So. Hier ist der Sockel AM3. Der kann natürlich mit einem Standardkühler gekühlt werden. Man sollte jedoch darauf achten, dass der Kühler nicht zu groß ist, damit, weil auch hier in der Nähe andere Komponenten wie der Chipsatzkühler drauf ist. Das Mainboard unterstützt übrigens DDR3-Arbeitsspeicher, also den neuesten DDR3-Arbeitsspeicher, bis angeblich 1333 MHz. Und, vielleicht auch schon 1600 MHz, das ist noch zu klären. Auf jeden Fall ist ja der Speichercontroller in der CPU selbst, das macht AMD schon seit vielen, vielen Jahren. Intel hinkt da deutlich hinterher und hat es erst jetzt den Speichercontroller mit den neuen Core i5 und Core i7 Prozessoren integriert. Das ist natürlich schon ein Feature, das AMD wirklich auch berühmt gemacht hat, denn dadurch entfiel dieses Prinzip der 3-Chip-Technologie mit Nord und Southbridge und natürlich die Speicherzugriffe waren deutlich schneller, da der Hyper-Transport-Bus oder... Also ich glaube, das war der Hypertransport-Bus bei AMD. Der hat natürlich direkt eine Verbindung mit dem Speicher aufbauen können und das war natürlich deutlich von Vorteil, was die Geschwindigkeit angeht. Das Mainboard selbst hat hier einen 20-Pin plus 4-Pin ATX-Stromanschluss. Ist natürlich ganz super. Scheint fast danach so, als würde es nicht zu viel Strom benötigen. Es hat natürlich noch einen alten P-ATA-Anschluss für ältere Festplatten, aber auch 4S-ATA-Ports. Und 4S-ATA-Ports, das gibt es wirklich eher selten im Mini-ATX-Segment. Und das ist natürlich super für ein vollkommenes RAID 0+1-System, denn damit ist nicht nur möglich, die Geschwindigkeit zu erhöhen, sondern man kann auch gleichzeitig die Datensicherung bei der Festplatten, also 4 Festplatten braucht es dazu, durchführen. So, an den Anschlüssen sehen wir hier. Also... Zwei USB, hier weitere USB und hier nochmals USB, während hier oben ein kombinierter PS2-Anschluss ist, sowohl für Maus als auch Tastatur, je nachdem was man einbaut. Es gibt einen digitalen HDMI-Videoausgang, denn hier ist ja eine ATI Radeon 4200 Grafik eingebaut, die liefert eine durchwegs diskrete Leistung und diskret deshalb, weil sie wohl vergleichbar sein wird mit einem Nvidia Ion-System und mit dem integrierten Grafikchip von einem Nvidia Ion Mini ATX Mainboard und das bedeutet, dass man durchwegs ältere Spiele darauf problemlos spielen können sollte. Und das System ist sicherlich auch Full HD fähig und deshalb auch dieser digitale HDMI-Ausgang, mit dem man einen externen Flachbildschirm oder Flachbildfernseher anschließen kann. Es gibt aber auch noch den analogen VGA-Ausgang und die analogen Audio-Ausgänge, wobei der Audio digital über den HDMI-Port nach außen geführt werden kann. Was aber interessant ist, ist, dieses Mainboard verfügt auch über einen PCI-Express-Slot. Und in diesem PCI-Express-Slot passt zum Beispiel jetzt diese Grafikkarte in Half-8-Bauweise, die uns da AMD gütigerweise mitgegeben hat. Ihr seht es schon, diese Grafikkarte hat hier zusätzlich noch einen DVI, einen HDMI und einen analogen VGA-Ausgang. Und soweit ich weiß, ist dieses System entgegen den aktuellen Nvidia-Mainboards, die ja dieses Nvidia Hybrid SLI nicht mehr unterstützen, da Nvidia dieses System aus dem Programm genommen hat, unterstützt dieses Mainboard noch die ATI Crossfire Technology, mit der quasi der integrierte Grafikchip mit einer zusätzlichen Grafikkarte zusammenarbeitet und somit quasi ein hybrides Crossfire möglich ist. Was bedeutet das? Wenn jemand quasi eine zusätzliche ATI Grafikkarte einbaut, die auch Crossfire unterstützt, also Hybrid Crossfire, geht quasi nicht die interne Grafik verloren, sondern beide arbeiten zusammen und erzielen damit eine bessere Leistung. Bedeutet letztendlich auch, dass man die neue Grafikkarte, die externe Grafikkarte, vielleicht nicht so leistungsstark und so teuer sein muss, wie es sonst wäre ohne den integrierten Grafikchip. Ist natürlich ein doppelter Vorteil. So, dazu kommt noch, dass wahrscheinlich das System auch Dual-Grafikkarten fake ist, im Sinne von beide Grafikkarten arbeiten unabhängig voneinander und damit sind dann, keine Ahnung, vier externe Bildschirme anschließbar, nämlich 2 über die interne Grafikeinheit und 2 über die externe. So, preismäßig kann ich euch jetzt gleich mal sagen, dieses Mainboard bewegt sich um die 100 bis 110, 120 Euro. Höchster Preis bei Alternate 120 Euro und ist damit wirklich äußerst kostengünstig. Und ich glaube, dieses Mainboard könnte eines der Mini-ATX-Highlights für 2010 werden, denn bei diesem Preis macht es wirklich eine sehr gute Figur. Es bietet, was man für Multimedia benötigt, ordentliche Rechenleistung ist auch gegeben. Die Prozessoren von AMD sind sehr günstig und sie verbrauchen auch nicht so viel Strom, also wenn man die stromsparenden Varianten mit 45 oder 65 Watt TDP nimmt, wie ein normaler Core i5 oder Core i7 Prozessor. Ich würde mal vorschlagen, ich weiß nicht, wann ich dazu komme, so ein Mainboard zu testen, aber vielleicht werde ich mal etwas darüber berichten. Ich würde aber mal vorschlagen, dass sich einige von euch dieses Produkt näher unter die Lupe nehmen
Denn viele Alternativen im AMD-Segment gibt es nicht. Und so gesehen ist das hier wirklich ein Hot-Product, das sich jeder mal anschauen sollte. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich bald ein weiteres Video vom Mini-Piraten. Ei, ei und bis bald. Ciao.